So, liebe Freunde, Björnsen 1 zurück. Wir spielen hier gerade ein. Wir werden ein ziemlich einseitiges Gefecht spielen. Macht aber nichts. Ich ziehe die Einheiten mal alle vor hier. Ich wollte es eigentlich auf automatisch spielen, weil, ja. Na, Kampf, Kavallerie zu eurem. Weil das Spiel ein Strategiespiel ist und ich habe zwar gesehen, also diese Videos, wie gekämpft wird in Nahaufnahmen, die sind schon ziemlich fett. Aber ich habe hier einfach die Maßgabe, ich möchte hier strategisch spielen. Ich möchte das Spiel auch als solches, als Strategiespiel spielen. Sofern es Sinn macht, wirklich Kämpfe auszufechten, mache ich dies natürlich sehr gerne. Aber auch nur, wenn es wirklich knapp bestellt ist, wenn ich, ja, wenn ich denke, dass es auch wirklich Sinn macht, weil so langweilige Gefechte, ganz ehrlich, Freunde, bei einer Siegwahrscheinlichkeit von 99 zu 1, da braucht man nicht großartig kämpfen hier. Das ist, können wir uns sparen. So, nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier den Kampf ausgewählt. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt so blöd anstellen, dass ich hier total abkacken werde. So, die können wir da in eine Zange nehmen. So, ja, und jetzt macht doch was. So, er tänzelt ein bisschen hin und her. Ah, er weiß was. Galater! So. Also mit der Kavallerie möchte ich ihm ganz gerne in den Rücken fallen und seine Fernkampfeinheiten platt machen. Und das ist der Plan. Und ihn jetzt einfach einkesseln. Was haben wir? Wir haben Steinschleuderer, wir haben Speerträger, wir haben alles. So, und jetzt bitte einmal... Ja. So. Und jetzt einmal alle drauf. Unser General wird angegriffen. Nee, den zieh ich mal schön nach hinten. So, und jetzt einmal alle drauf da. So, alle drauf. Alle drauf. So, ihr auch. Drauf. Ihr geht da 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 drauf. So, ihr geht mal alle da drauf. Ihr geht da drauf. Ihr macht die platt. Geht auf die. Ihr geht mal alle auf die. Ihr geht auf die. So, du kannst da unterstützen. Nein, bloß jetzt keine Einheit verlieren. Oh, nee. Ah, das geht mir jetzt echt auf. Jetzt sag bloß, ich habe hier eine Einheit verloren. Ey. Das gibt's doch nicht, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich hier echt eine Einheit verloren. Geht mir das auf den Sack, also. Nein. Ich wusste es. Ja, das war doch klar, Mensch. Das ist doch nichts Besonderes. Ach, und er hat nur noch einen. Hau bloß ab. So, komm. So, jetzt alle drauf da. Ah, jetzt habe ich tatsächlich eine Einheit verloren, ey. Was ein Scheiß. Oder? Ja, hier. Ja, zwei bleiben noch. Guck mal hier, 269 Verluste. Was ein Schrott.
Es wurde aber auch ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Ja, komm. Wir haben gekämpft. Ja, besetzen auf jeden Fall. Mein Herr! Nee, ich will mal kurz in meine... 19 von 20. Griechische Balliste. Na, ziehen wir eine Steinschleudereinheit nach. Ja. So, minus 13, 67. Stolprovinz ist raus, ja. So, kann ich jetzt gerade nichts machen. Also, hier oben haben wir... Stehen wir vor den Toren Jols. Unsere Jolante ist auch bereit. Ja. So, dann werden wir Jol mal kurz einnehmen. Oh süß, sie haben Verstärkung. Nein, Überfall Himiolia, Speerträger, ganze zwei Einheiten. Ja, Freunde. Ach, sag bloß, wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und rein den Säbel. So. Platt. Immerhin, wir haben ganze 117 verloren. Siehst du, das passiert dann, so sollte es eigentlich laufen. Bereit. Wir sind weiter aufgestiegen. So, was hat er hier? Lepidus rum. Eieiei, das scheint... Also, wenn die beiden sich zusammenschließen würden, ne? Ja. Das kann ich nicht auswählen. So, was haben wir? Moral für alle Einheiten bei Nachtkämpfen, bei Hinterhaltsgefechten. Ja, werde ich, denke ich mal, nicht so oft spielen. Für alle Belagerungswaffen. Puh. Geschossschaden. Waffenschaden. Nahkampf. Ja. Eroberer. Öffentliche Ordnung, das ist auch nicht schlecht. Na, wo ist er? Also entweder das oder das. Plus 3, plus 3. Plus 6 Moral und zwar öffentliche Ordnung. Wiederum, warte, jetzt erstmal kurz überlegen. Öffentliche Ordnung, wenn ich die einen anderen rausziehe, weiter angreife, aber dann gibt es da öffentliche Ordnung. Ja. Ist das jetzt nur, wenn er in der Stadt ist oder die öffentliche Ordnung? Ne, ich nehme das hier. Ne, ich habe mich umentschieden. Ich möchte kämpfen, ich möchte fighten, ich will hier angreifen, ich will sie platt machen. Und er plündert schon wieder da und den Kessenwalz ein. Noch kann ich ihn nicht angreifen. Aber in der nächsten Runde. So, hier haben sie auch Totenköpfe, Biester der Last. Schicksalskrieger. Ja, Freunde, vielleicht hättet ihr mir einfach mal ein paar Euros mehr geboten. Wäre nicht schlecht gewesen. Also hier oben geht's jetzt ab. Hier unten die Stadt haben wir Sidamos zurückerobert. Da ist Antonius rum. Ich frage mich, warum er mir auch nicht hilft. Also wir sind doch zusammen, ne, quasi gemeinschaftlich. Naja, ich krieg's ja ohne ihn hin. Brauche sich nicht wundern, wenn ich ihn früher oder später auch dafür bestrafen werde. Ich werde ihn platt machen, Antonius Rom. Es gibt Rache. Du hast mir ewige Freundschaft geschworen und im bittersten Kampf, in der bittersten Niederlage beim Verlust meiner Städte warst du nicht da. Du wirst es bereuen, du wirst dafür bezahlen. So, er plündert nicht mehr. Doch, er plündert... Was ne Scheiße. Und was hat er da? Speerkämpfer. Er hat... Wie geht das? Die kenne ich gar nicht. Ja! Wie soll... Ja! Er ist einfach sehr gut aufgestellt da. Scheiße. Fuck. Das
war, ja. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er mir da in den Rücken fällt. Ja. Shit happened, ne? Das ist nicht gut. Gut, jetzt zieht er sich zurück. Das ist gar nicht gut. Ich muss schauen, dass ich mit ihm... Jetzt zieht er hier auch seine Einheiten zusammen. Ja, Freunde. Ballista. Nee, komm. Oh Mann. Lepidus Rom. Tja. Er hat's im Prinzip richtig gemacht. Er hat zwei Einheiten zusammengezogen. Beziehungsweise drei und hat nicht einen mehr Frontenkrieg. Ja, wie gewonnen so Zaron. Tja, jetzt müssen wir uns schleunigst. Ja, und guck mal, wie das Ding da jetzt bewacht wird. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich hatte es gesagt, wir haben einfach zu viel Elendsviertel, ey, leck am Arsch, ey. Echt ausgerechnet jetzt, ey, ja, geh mir nicht auf den Sack, ey. Mann. Rebellion bevorstehend, ja. Armee zerstört, Siedlung verloren, das wissen wir alles. Ja, dann wieder meldet sich scheiß Myos Hormos, ey, nur weil er keine Beachtung geschenkt kriegt hier hinten. Echt. Ja, fuck ist das, echt? Das ist richtig scheiße. Numidia, Rotz hier. Ach. Biester der Last, Numidia. Ja, super, schön. Ich habe hier keine Verteidigung, ich habe hier gar nichts. So, Yolante. Kapsa, was habe ich denn? Hier unten wenigstens habe ich die Stelle. Ja, wenn ich ihn jetzt hier rausziehe, dann, ja, wo soll ich ihn hinziehen? Er wird mich jetzt eh hier angreifen in Dimidi. Was habe ich hier? Mob. Super. Hm. Die Frage ist, wagt er es, mich anzugreifen? Und die beiden... Puh. Ja, ich muss jetzt... gut, dass ich hier auch nichts am Militär drin habe. Ey, minus 38, ey. Rebellion bevorstehend, ja, bringt das eh nichts mehr. Lass drin. Ja, Streitmacht aufstellen. Wachstum, öffentliche Ordnung. Moral. Ja. Also, dann nehmen wir hier die Leinpanzerschwertkämpfe. Und was kann ich hier rekrutieren? Ein Traum. Steinschleuderer und ägyptische Infanterie. Super. Immerhin. Immerhin. Ich weiß gar nicht, kann ich hier oben jetzt auch noch eine Streitmacht aufstellen? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich muss diese Einheit hier schnell nachrücken. Gewaltmarsch. Bis wohin kannst du gehen? Bis hier. So, jetzt habe ich hier immerhin plus minus null. Ja, das Geld. Ich brauche Geld, ne? Ich brauche unbedingt Kohle. Das darf doch nicht wahr sein. Warum habe ich denn... Hier war doch gerade eben... Hier stand doch gerade eben noch plus minus null. So, hier ist plus minus null. Ist auch nicht schlecht. Puh, ja gut, durch das scheiß Elendsviertel. Ja, ich muss definitiv hier in Memphis mir eine neue... Ich brauche ein Upgrade. Hoplitenkaserne. Ich brauche auch bessere Einheiten. Das dauert 5 Runden. Nee. Ja, ich brauche bessere Einheiten. Mit meinem Militär bin ich mittlerweile
hoffnungslos unterlegen. Ich muss noch ein bisschen auf Militär forschen. Ich hoffe, das reicht jetzt hier. Pass auf, kann ich in Afrika, Lepidus, Rom, kann ich mit dir irgendwie Seid Frieden willkommen. Verhandeln? Doch erwartet keine Höflichkeiten. Ihr wollt ein Ende? Ich bin nicht überrascht. Ich grüße euch im Namen des Staates Lepidus und so Rom weiter. Ist so viel stärker Nein. als ich. Eure Forderungen sind. Ja, ich hoffe nicht, dass er uns jetzt komplett überfällt. Wir haben jetzt auch keinerlei Verteidigung mehr. Also wenn Pompeius Rom jetzt wirklich ernst macht, dann bricht hier alles zusammen. Wir haben keine Verteidigung mehr, wir haben nichts mehr. Nein, jetzt geht Lepidus Rom nach Süden. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt wollen sie auch tatsächlich unsere Stadt da einnehmen. Ja, das ist gut. Gut, dass wir hier gerade noch ein paar Einheiten produziert haben. Das ist schön. Aber Lepidus Rom steht hier vor den Toren. Dimidis, es ist. Gefangene Versklaven. Bringt ja eh nichts. Die Frage ist, ob wir dann die Stadt. Elends finden hier. Zwei Stück Rebellion. Ja, super. Feindliche Armee zieht sich zurück. Ja. Was hat er denn? Was hat er denn? Wie kann ich dem Pharao helfen? Ich will stündliche Wachen. So, und was hat er hier oben? Ja gut, eine Rebellenarmee, das ist nicht so tragisch. Ah, dann kann ich doch jetzt hier auch die... Hier habe ich jetzt eh öffentliche Ordnung plus. Dann haben wir jetzt hier die Steuerprovinz ist schon drin. Ja. Zieta und in Dimidi ist die auch drin. Weißt du was, das Elendsviertel lasse ich jetzt einfach. Die Stadt, die wird gleich eh verloren sein. Wir kämpfen für euch. Denke ich. Obwohl ich ja mit Sachmet Stolz mich zurückziehen kann. Also, ich ziehe die. Kann ich denn ohne Gewaltmarsch? Komme ich da natürlich nicht hin. Schneller, ihr Verfluchten! So, ich ziehe die Einheit nach. Werde. Okay. Ja, du bist da drin. So, ich werde dann hier oben. Okay, okay. Ja, wo soll ich jetzt weiter upgraden? Ich werde hier weiter upgraden, denke ich mal. Oder soll ich hier in Zierte noch ein Militär aufstellen? Ich weiß es gerade nicht. Infanterie, Mob, Steinschleuderer, Pikeniere. Denn wenn er mich hier... Na gut, dann... Wenn er mit der Einheit nachrückt, dann bringt mir das eh nichts. Und wenn ich jetzt auch drei Steinschleudereinheiten habe, dann werde ich da auch durch nicht mehr oder weniger gewinnen oder verlieren. Bringt mir das auch nichts. Also wir werden hier... Wir kämpfen für euch. Die Einheit weiter. Ach, aber wir haben nur Scheiße, echt. So, und du versuchst mal hier ihn weiter schwächen oder hier die größere Einheit. So, was können wir tun? Verdeckte Klinge, nee, nee. Vorräte vergiften, komm bitte. Bitte. Wird von der anderen zerstört. Ihr verdient Klar. Besseres, es tut mir leid. Klar, wenn man sie braucht, bringt sie nichts. So, dann gehen wir mal eben zurück, wenn hier weiter unser... Ja... Unser Militär eigentlich upgraden, dachte ich, aber...
Ach, wir haben hier echt nichts Großartiges an Militärtruppen, was wir hier ausbilden können, aber ich muss was ausbilden. So, hier ist die öffentliche Ordnung mal wieder schlecht, aber um die Gebäude und so kann ich mich jetzt gerade nicht kümmern. Ja, Garamasidamos, ja, ich muss definitiv hier was tun. Für die öffentliche Ordnung, da ich hier auch ganz gerne wieder die Steuerprovinz reinhauen möchte. Wie sieht's denn hier aus? Das ist in der Kultur hellenisch sind wir schon, das ist gut. Also brauchen wir quasi ja, Nahrung und öffentliche Ordnung. Nahrung plus 2 nur öffentliche Ordnung, plus 3. Schrein des Amonzeus, öffentliche Ordnung, hellenische Kultur brauche ich nicht, aber das bringt 4. Wohlstand durch landwirtschaftliche Gebäude haben wir nicht. Wohlstand durch Seehandel haben wir auch nicht. Wohlstand durch Sklaven. Das haben wir alles nicht. Ich überlege mir noch was und sag erstmal bis zur nächsten Runde. Euer Björnsen 1.